Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4x4 Passion. Mein Name ist Holger, ich stelle euch heute meinen Jeep Wrangler JKU vom Baujahr 2009 Sahara vor. Wir haben den Jeep 2013 käuflich erworben, da wir vorher auf einem Video von Freunden ziemlich angefixt wurden, die bei Winnetours eine Tour durch Kroatien gemacht haben und haben uns überlegt, dass das auch was für uns wäre. Und so sind wir halt zum Kauf eines Jeep Wranglers gekommen. Der ist ursprünglich von wann? Baujahr 2008, hat mittlerweile 260.000 gelaufen und hat einige Modifikationen in den Jahren erhalten. Das ist ein ganz normaler 2,8 Liter Common Rail Diesel mit 177 PS, also 130 kW. Der hat erlebt, wir waren in Schottland, wir waren auf Korsika, wir waren in Griechenland, wir waren auf Sardinien. Es fängt an, vorher gab es diesen lustigen, die Stoßstange, die jeder kennt, dieses Kunststofftritt dieser Ablage. Und die wurde halt durch eine Stahlstange der Firma Warn ersetzt mit einem Winnenfenster. Und hier drunter ist natürlich auch eine Seilwinde verbaut. Die Winde ist über ein Schwerlastrelais gekoppelt, damit man die im Fahrzeug abschalten kann und auch aus dem Fahrzeug bedienen kann. Natürlich immer noch auch mit der Fernbedienung bedienbar. Was soll ich sonst noch sagen? Ja, wir haben dann des Weiteren vor längerer Zeit teilweise ziemlich viele Dinge raptern lassen an diesem Fahrzeug. Das heißt, diese Raptor-Beschichtung an den Kotflügeln und vorne am Grill sieht man es auch und diverse Akzente gesetzt in diesem Steingrau. Fahrwerk? Das Fahrwerk ist mittlerweile ein Schwerlastfahrwerk mit AEV-Federn, die progressiv gewickelt sind. Und dazu haben wir halt dementsprechend längere Dämpfer der Firma Fox mit Reservoir. Haben zusätzlich noch, da es sich um diese Koppelstangen handelt, die original sind, die Koppelstangen ausgetauscht gegen entkoppelbare Koppelstangen durch einfache Handgriffe, wie man jetzt gerade hier sieht. Augenblick. So. Einmal hier. Für Nicht-Jeep-Fahrer, warum muss man das machen? Das ist, damit man mehr Verschränkung im Gelände hat. Also wenn wir in der Verschränkung fahren, wenn die Koppelstangen starr sind, kommt man halt nicht so weit in die Verschränkung, wie wenn man jetzt die Koppelstangen entkoppelt, damit die Swaybar richtig weit einfedern und halt das Fahrzeug richtig verschränken kann. Was für Reifen fährst du? Das sind MT-Reifen der Firma Yokohama. Das ist der Geoländer MTG003 in einer Dimension mit 35 Zoll 12,5 x 17. Und jetzt habe ich mir mittlerweile einen neuen Satz Felgen zugelegt der Firma KMC, die sehr schön optisch auch dazu passen, auch zum Fahrzeug passen. Die Rockslider sind halt, die Originalen sind auch gewichen, diese Trittbretter, diese Plastiktrittbretter, da sind jetzt vom Modell Recon, ist ein Sondermodell von Jeep Wrangler JKU, sind da jetzt halt mittlerweile die Rockslider dran gekommen. Da waren vorher welche vom Rubicon dran, aber ich wollte eine kleine Trittkante haben, dass man auch mal irgendwie weiter oben irgendwo drankommt. Gerade wenn man kleinere Beifahrer hat. Hinten ist auch mittlerweile die Originalstoßstange gewichen. Da haben wir dann halt auch einen Reserveradträger-Stoßstange verbaut mit abklappbarem Reserverad. Das ist auch so stabil, dass du da noch zwei Fahrräder dran hängst. Ja, da kannst du auf jeden Fall noch Fahrräder mit dran machen. Ja, da habe ich auch noch einen Reserveradträger für. Hier habe ich ein abnehmbares Nummernschild gemacht, wo man dann den Fahrradträger der Firma Fabri draufsetzen kann und dann das Nummernschild halt wieder davor. Dann habe ich quasi an meinem Fabri-Träger habe ich so einen Halter gebaut, dass ich hier eine Verlängerung habe für die Brems- und Nummernschildleuchten, dass das halt dann auch im Dunkeln funktioniert. Also hier die beiden lustigen Steckdosen. Einmal ist das ein Solaranschluss und hier haben wir einen Landstromanschluss. Damit, wenn wir auf dem Campingplatz sind, auch mal die Zusatzbatterien mit 230 Volt laden können. Ja.
Hier oben finden wir eine Duschbeck, also eine Außenduschkabine, sage ich jetzt mal, die man also auch als Umkleide- oder stilles Örtchen nutzen kann, also wie auch immer, wie man es möchte. Jo, dann haben wir hier noch einen Schnorchel verbaut, damit wir eine bessere Luftentlüftung haben, wenn es denn mal eventuell durchs Wasser geht oder sonst irgendwas, damit wir da wirklich auch ein bisschen sicherer unterwegs sind, dass der Motor uns nicht absüppelt. Eine Funkantenne haben wir auf die Stoßstange natürlich auch noch verbaut. Und da ich halt die Scheinwerfer im Blink, also die Blinker im Scheinwerfer habe, haben wir auch die Originalblinker ausgebaut und haben hier Zusatzscheinwerfer eingebaut. Ja, jetzt befinden wir uns wieder auf der Fahrerseite und haben hier oben eine Weathershade Quick Pitch Markise 270 Grad mit 15 Quadratmetern Beschattungsfläche montiert. Und ja, ich bin damit sehr zufrieden. Kannst du die mal aufbauen? Ich kann die mal einmal aufmachen, na klar. Wichtig ist immer, damit die Reißverschlüsse vernünftig laufen, immer Silikonspray dabei haben. Und die ist auch freitragend? Die ist freitragend. Moment. So. Ja, das ist eine freitragende 270 Grad Markise. Hier haben wir noch diverse Abspannseile. Die Karabinerhaken befinden sich sehr schön, damit sie nirgendwo im Auto oder sonst irgendwo rumfliegen. Direkt hier oben im Zelt, im Markisen. Kasten, sag ich mal. Ja, haben wir noch zusätzlich ein paar Poles. Die Poles aber eigentlich nur mehr zur Vorführung, wenn wir irgendwo das Fahrzeug vorführen. Die habe ich aber eigentlich bis jetzt noch nicht benötigt brauchen. Und du kannst es aber auch schließen, ne? Ich kann sie auch schließen. Ich habe da auch noch komplett die Seitenteile für. Bei der Markise gibt es allerdings die Seitenteile nicht einzeln, die gibt es nur als Set. Und dann hätte ich quasi wie einen zweiten Außenraum. Und wir haben hier noch fürs Regenwasser ein Pol, der dann halt das Regenwasser oben ablaufen lässt. Wie ich eingangs schon erzählt habe, ist das halt eine Weathershade-Markise. Das bedeutet, die ist für Sonne und Regen. Ja, jetzt gehen wir mal zum Inneren des Fahrzeugs. Vorne ist ganz normal halt Sitze etc. Hier haben wir halt einen Auszug. Da kann man jetzt halt einen Kocher draufstellen oder sonstiges und ja, ist eigentlich ganz praktisch. Dann haben wir hier unten noch einen 40 Liter Wassertank verbaut und haben dann hier halt unseren Duschschlauch mit einem System, wo wir das dann hier nach draußen packen können. Na, komm schon. Und können dann halt hier, ich sag mal, irgendwas spülen oder sonst irgendwas. Oder mal den Kopf waschen. Der Innenausbau ist selbst gemacht. Der ist relativ einfach gehalten. Ist jetzt nicht so das ganz Luxuriöse, aber er ist sehr funktional für mich und meine Freundin. Und darauf kam es uns erstmal an. Wir können auch drin schlafen. Wir haben ja noch eine kleine Verlängerung und hätten dann hier ca. 1,90 Meter Liegefläche. Für also als Notdurf, wenn es wirklich mal mit dem Dachzelt nicht funktioniert, können wir auf jeden Fall hier auch schlafen. Hier in der Mitte haben wir eine Kühlbox verbaut. Die steht etwas höher. Da wir ja hier drunter den Wassertank verbaut haben, sonst hätte es mit der Höhe alles nicht so gepasst. Der Wassertank wird über eine Pumpe betrieben, die man hier vorne so ganz schemenhaft erkennen kann. Ja, und hier unten haben wir halt noch eine Standheizung verbaut, die ist schon eingebaut, aber ist noch nicht angeschlossen. Das wird der nächste Step. Das dauert ja halt immer alles, wie es immer so ist im Leben. Und es kommt nach und nach. Ja. So, hinten geht es weiter. Jetzt sind wir im hinteren Teil des Fahrzeugs. Nun haben wir da halt diese obligatorischen Seitentaschen, die es für den Jeep Wrangler gibt. Oben haben wir noch ein kleines Netz, wo man dann halt auch noch irgendwas verstauen kann. Dann haben wir halt hier in der Mitte ein herausnehmbares Brett. Da kommen wir gleich zu. Und dann haben wir hier
halt noch mal ein paar Kisten und Staumöglichkeiten. Machen wir noch mal auf, bitte, und den Arm weg. Ja. Okay. So, und das andere ist genauso hier drüben. So, dann sieht man halt die Stauräume. Hier haben wir halt auch noch mal Stauraum. Unter anderem haben wir hier für die ganze Elektroinstallation, haben wir den Landanschluss, haben wir auch über einen FI-Schutzschalter gesichert und auch den Null abschaltbar gemacht und den Außenleiter abschaltbar gemacht. Daran merkt man dann, dass du doch Elektriker bist. Ja, daran merkt man das etwas. Etwas, ja. Und die ganzen Kabel, also Anschlusskabel, sind alle in 35 Quadrat verlegt. Es ist wahrscheinlich auch etwas zu stark, aber besser mehr als weniger. Und wo wird der Wassertank befüllt? Der Wassertank wird hier unten befüllt, habe ich schon aufgemacht gerade. Hier ist halt eine Öffnung und da kann man dann halt den Wassertank befüllen. Aber und ihr habt euch dann entschieden, eine andere Schlaflösung? Ja, da kommen wir dann gleich zu unserer nächsten Schlaflösung. Und hier vorne haben wir halt noch mal unter dem Beifahrersitz haben wir halt auch noch einen Kompressor verbaut. Und den sieht man da. Der ist da verbaut auf der Trägersäule. So, jetzt kommen wir zum, ich sag mal nicht Highlight, aber zu unserer Schlafmöglichkeit. Uns ging es immer ziemlich auf den Keks, dass wir halt im Dachzelt quasi von außen mit einer Leiter rein müssen. Weil wenn es dann irgendwie regnet oder sonst irgendwas, das kennen ja viele von euch, dann ist es nicht so angenehm, dann irgendwie ins Dachzelt zu gehen. Da haben wir uns eine Lösung überlegt, dass wir, das ist aber auch jetzt schon, glaube ich, ein Jahr her ungefähr, ja, wo das so entstiegen, dass wir also quasi einen Einstieg von innen ins Dachzelt gemacht haben. Das heißt, du hast das Dach aufgeschnitten? Ich habe das Dach aufgeschnitten, ich habe das Dachzelt aufgeschnitten und dann haben wir dazwischen halt eine Schleuse gemacht. Die ist auch verschränkungsmäßig, deshalb haben wir auch nichts verkleidet, damit man auch sieht, wenn wirklich mal irgendwo Wasser eintritt, wenn man in dem Gelände fährt und in der Verschränkung fährt, dass man hinterher sieht, aha, da kommt irgendwo Wasser rein oder da ist irgendwo was undicht, wo man dann halt nacharbeiten kann. Da kam es uns nicht so auf die Optik, sondern mehr auf die Funktionalität und dass es halt vernünftig dicht ist. Was habt ihr für ein Dachzelt? Wir haben ein Dachzelt, das ist auch ein Quickpitch, genauso wie die Markise. Und die Firma Quickpitch hat uns da echt einen super Dienst, also uns einen super Dienst erwiesen, weil das Dachzelt ist echt top. Ich kann da keine negativen Dinge. Hat auch schon ein paar Blessuren, aber ist immer noch dicht. Und mein Auto ist halt ein Daily Driver und der steht auch jeden Tag draußen, weil wir keine Möglichkeit für eine Garage haben und ich hatte noch keine Undichtigkeit oder sonstiges im Dachzelt. So wie man jetzt, du müsstest mal hochkommen, Carsten. Ach guck mal, die Seitenteile sind sogar drin. Wie man sieht, haben wir jede Menge Platz im Dachzelt. Weil ich weiß, wie es so ist, wenn die Leute mal sagen, ach, ist kein Platz im Dachzelt. Wir haben ein Froli-Bettsystem verbaut. Wir haben unsere Seitenteile hier oben drin. Ich habe die Bettwäsche oben drin, sprich die Schlafsäcke. Wir haben Felle hier oben drin und noch eine Matratze. Und das Dachzelt geht zu und ist auch dicht. Jetzt können wir von innen ins Dachzelt einsteigen. Ich demonstriere das mal. Und schon sind wir oben im Dachzelt.
Und dann machst du die, wenn ihr schlaft, macht ihr die Luke zu. Genau, wenn wir schlafen, hier ist ein Brett. Das Brett hat bewusst Löcher, damit, wenn die Standheizung in Betrieb ist, dass die Wärme halt nach oben steigt und das Dachzelt erwärmt. Und wir haben hier eine zweigeteilte Matratze, damit wir das Fußende wegmachen können, wenn mal nachts einer aufs Örtchen muss oder mal aus dem Fahrzeug austreten muss. Also damit wir diesen Ausschnitt realisieren konnten, sage ich mal, mussten wir natürlich viele Arbeitsschritte durchführen. Und das auch ziemlich zeitintensiv gewesen ist. Wir haben erstmal das Dachzelt auf eine Frontrunner-Unterkonstruktion gesetzt. Damit wir etwas Höhe bekommen, haben wir das noch aufgefüttert, damit die Schleuse auch dazwischen passt. Dann haben wir hier eine Schleuse gebaut, einen Rahmen gebaut aus Holz, haben hier unten halt den Ausschnitt gemacht, den etwas hübsch gemacht, mit Filz verblendet und haben dann hier diverse verschiedene Kleber etc. und Dichtmaterialien verwendet, damit auch alles bombendicht ist und dass man halt auch wirklich damit vernünftig irgendwo im Regen oder sonst irgendwas stehen kann und dass man keinen Wassereinbruch hat. Ja. Und ansonsten muss man sich nur trauen, seinen Hardtop. Ja, also das Hardtop muss man natürlich, klar, man sollte, ich sag mal, einmal sich trauen und zweitens die Mühe sich machen, das GFK-Hardtop vom Jeep Wrangler aufzuschneiden. Ist sehr, sehr staubige Angelegenheit, da das GFK ja unheimlich. Das sollte man auf jeden Fall mit einer Schutzmaske machen, dass man das halt nicht die Dämpfe für die einzelnen Glasfasern, das ist ja GFK, einatmet und deshalb mit Schutzmaske arbeiten und das vernünftig ausschneiden. Und hat das Überwindung gekostet, auch das Dachzelt kaputt zu machen? Ja, das war ein neues Dachzelt gewesen und es hat schon Überwindung gekostet, den ganzen Boden da herauszuschneiden und auch oft gemessen und etc. Am besten ist das, wenn man das Hardtop abnimmt und dann das Dachzelt drauf und dann versucht, das so zu kombinieren, dass man es halt richtig hinbekommt. Es ist aber nicht einfach. Also du hast jetzt quasi, um das nochmal ganz klar zu sagen, du hast quasi jetzt ein Hubdach für einen Jeep Wrangler gebaut. Ja, ein Pop-Up-Zelt oder wie sie das alle nennen, oder Hubdach, ja, kann man so sagen, genau. Okay. Und ohne irgendwelche Rahmenmodifikationen oder Überrollbügelmodifikationen durchzuführen, bei der Größe des Ausschnitts kann man das so machen. Da braucht man halt nur ein vernünftiges Untergestell, dass das Dachzelt da drauf liegt. Und wenn man das macht, dann sollte man natürlich auch beachten, dass man das Fahrzeug auflastet auf 3,35 Tonnen, damit man eine Schwerlastauflastung hinbekommt oder vielmehr macht. Weil wenn es mit Übergewicht ins Ausland geht, kostet immer Geld. Wir haben natürlich das Cockpit auch ein wenig modifiziert, sprich wir haben hier eine Utility-Mountbar eingesetzt, wo wir halt diverse Haltesysteme, ob von RAM oder wie auch immer, montieren können, damit wir Handys, Navis, Kameras etc. dort befestigen können. Des Weiteren habe ich auch, weil ich halt ein bisschen musikaffin bin, die komplette Musikanlage aus dem Fahrzeug entfernt habe und halt eine eigene Anlage eingebaut habe, mit unter anderem einem anderen Radio, mit anderen Frontlautsprechersystemen, mit einem Subwoofer, der vor dem Wassertank sitzt, den man vorhin gesehen hat. Und ja, und halt hinten in der Soundbar, die Lautsprecher sind auch entfallen und da sind auch andere reingekommen. Des Weiteren haben wir hier so Griffflaschen. Gegenüber anderen Leuten, die dann immer diese harten Dinge haben, haben wir uns für so Griffflaschen entschieden, weil wenn mal irgendwie ein Aufprall ist, dass man sich nicht da unnötig verletzt. Funkgerät haben wir hier uns für einen Präsident entschieden. Das haben wir zwar fest angeschlossen, allerdings kann man es auch abnehmen, dass man irgendwie mal, nach draußen gehen kann, wenn man mal mit mehreren Fahrzeugen fährt, dass man denjenigen einweisen kann etc. Deshalb haben wir uns nicht für ein festes Funkgerät entschieden. Natürlich gibt es für die Firma QuickPitch, also von der Firma QuickPitch, auch für das Dachzelt Zubehöre. Wie man sieht, haben wir da die Original QuickPitch Zubehörhalter für die Sandbleche zur Montage dort oben befestigt.
Und hinten, das ist halt eine Transportkiste, die habe ich halt selbst gemacht. Aber dort kann man ganz einfach mit Achterschrauben halt irgendwelche Dinge drauf befestigen. Wahrscheinlich wird demnächst noch ein festes Solarpanel in der Mitte das Fahrzeug zieren. Und dann denke ich mal, ist es von außen soweit erstmal fertig. Die Box ist nicht von dir gemacht, sondern nur die Halterung. Genau. Die Halterung habe ich. Was hast du da drin? Ja, ich sag mal so, da ist so Krams drin, halt Sachen, die man nicht jeden Tag braucht und wo man dann halt nicht auch dringend dran muss, sondern die man dann halt vorher und dann kommen sie weg und dann braucht man sie nicht. Da sind auch noch Ersatzstühle drin und sowas alles. Das Fazit zu unserem Fahrzeug ist, dass wir halt dieses Fahrzeug als Daily Driver und dass es sich für uns als Reisefahrzeug bewährt hat. Ich sag mal, es gibt immer welche Sachen, die man verändern, verbessern etc. möchte, aber so im Großen und Ganzen sind wir schon sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Das hat sich jetzt bei all, also der steht halt in keiner Garage, der steht immer draußen, der Wagen, der hat also das ganze Jahr über das Dach drauf, das Dachzelt und bis jetzt alles gut gegangen, kein Wasser, kein nichts. Was würdest du jemandem raten, der sich für einen Jeep interessiert? Auf jeden Fall diese Modelle bis 2017, beziehungsweise das letzte, ganz letzte Modell in 2018, nicht diese neuen JLs. Da halte ich jetzt persönlich nicht so viel von. Weil? Ja, weil, weil die alte Technik sich doch etwas besser bewährt hat. Ich sag mal, es gibt immer Leute, die sagen, ja, der neue ist super, aber wir haben auch schon viele Sachen erlebt, da wir halt auch an diesen Fahrzeugen arbeiten. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die Roomtour und die Vorstellung und euch noch schöne Reisen. Ja, danke.